Hallo liebe Leute, hier habe ich von Amazon einen Gaming-Kopfhörer Linecast LX40 USB zum Testen bekommen. Schauen wir uns das Teil mal genau an. Es ist eine Anleitung mit dabei, also Multilanguage in verschiedenen Sprachen, Deutsch ist auch mit dabei. Ansonsten haben wir dann Kopfhörer selber. Ist mit USB-Anschluss, also kein 3,5 Klinke-Anschluss. Da müsst ihr unbedingt Obacht geben, wenn ihr das kauft. Es ist USB-Anschluss auf dem Xbox nicht benutzbar. Auf dem PlayStation 4 funktioniert es ohne Probleme. Und auf dem Switch funktioniert es auch nicht. Auf dem Computer natürlich schon. Also es ist auch ein Mikrofon mit dabei, den man einfach hier reinstecken kann. Ist da einmal gesteckt, dann kann schon losgehen. Also ich habe erst vor einer Woche einen Linecast-Kopfhörer getestet und der war ein bisschen billiger als der hier. Die Qualität war eigentlich in Ordnung. Also in Ordnung heißt von Material her und Verarbeitung war wirklich in Ordnung. Und genauso ist es hier bei dem auch. Also die Kopfhörer, die Ohrpolsterungen zum Beispiel, sind wirklich eine von den weichsten Ohrpolsterungen, die ich je gesehen und gespürt habe. Es ist wirklich ein Traum. Ich schwöre es, es ist wirklich wie ein Traum. Es ist ultra weich und dick. Also das ist Wahnsinn, ehrlich, ehrlich. Und die Verarbeitung vom Kopfhörer ist komplett natürlich aus Plastik, wie jeder andere Kopfhörer auch. Egal, ob es 100 € kostet oder 200, ist wirklich die Verarbeitung in Ordnung. Die sind nicht so schwer, die sind auch leicht. Was mir hier auch sehr, sehr gefällt, bei vielen Gaming-Kopfhörern sind die einfach hier so Plastik. Die Ohrpolsterungen sind fest, die lassen sich nicht bewegen nach oben und unten. Bei denen ist es natürlich anders. Hier hat man einen wirklich schönen Freiraum, die lassen sich nach oben und unten neigen hier. Das ist wichtig öfters, ne? Weil dann passen sie sich ganz genau an den Kopf und am Ohren an. Und die oben, die Bügelpolsterung, ist es wirklich auch sehr weich. Ich muss ehrlich sagen, das ist eine von den weichsten überhaupt, den ich wirklich je gesehen habe. Egal ob Ohrpolsterung oder Bügelpolsterung, es ist wirklich ein Traum. Natürlich lässt es sich aber hier vergrößern, links und rechts für größere Köpfe. Nicht jeder hat winzig kleine Kopf wie ich. Und ansonsten dem USB-Anschluss hier. Die man reinsteckt, dann leuchten sofort die LEDs hier. Also genau in diesem Logo vom Linecast leuchtet und die Farben wechseln sich von weiß auf grün, blau, rot, also ununterbrochen. Der Kabel ist 2 Meter und wirklich sehr gut auch verarbeitet, hat der Ummantelung obendrauf. Also kann man nichts sagen. Und hier haben wir die Steuerung jetzt, ne? Da kann man einfach die LED ein-ausschalten. Mit dem einen Knopf in der Mitte zum Beispiel Mikrofon ein-ausschalten und mit dem nächsten Knopf, da kann man 7,1 Surround ein-ausschalten. Und dann hätten wir hier nochmal diese kleinen Regler für Lautstärke. Das geht natürlich auch wunderbar. Und für Mikrofon haben wir natürlich hier keine Lautstärke. Das heißt, dass man die Mikrofonempfindlichkeit einstellen kann. Das geht nicht. Bei vielen Kopfhörern funktioniert das sowieso nicht. Gibt es nicht. Ansonsten, was kann ich jetzt mit dem Kopfhörer sagen? Also, der Mikrofon selber sitzt auch sehr fest. Man kann das eigentlich auch sehr, sehr gut hier verstellen in jeder Richtung. Und man kann das drehen nach hinten. Also es funktioniert wunderbar ohne Probleme. Aber ja, es ist wirklich alles wunderbar, wunderschön. Ich habe mir mit diesem Kopfhörer von Linecast wirklich sehr, sehr viel gewünscht. Habe mir gedacht, okay, die Verarbeitung ist so toll. Der Sound muss doch auch wirklich gut sein dann für so eine Verarbeitung. Aber leider. Entweder ist jetzt meine kaputt oder die sind alle so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schade, leider. Es ist so, sobald der Kopfhörer angeschlossen wird am PC, dann fängt er an schon, obwohl der Mikrofon nicht gesteckt habe. Das habe ich gesagt, vielleicht einmal ist es der Mikrofon dran schuld, raus. Man hört immer wieder, ob das Mikrofon offen wäre. Ihr kennt ja, wenn der Mikrofon offen ist und ihr spielt da am Mikrofon rum, dann hört man dieses Rauschen da, diese Kraxen da. Und diese Töne kommen da ununterbrochen. Dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist irgendwie der PC-USB-Anschluss nicht in Ordnung, anderen USB-Anschluss angeschlossen, dasselbe, krächzen, krach, krach und bumm und immer Töne kommen da.
Okay, an Gaming-Laptop angeschlossen, dasselbe, am anderen Gaming-Laptop angeschlossen, dasselbe, am PlayStation angeschlossen, dasselbe, okay. Also es liegt nicht an einem USB-Anschluss, sondern es liegt hier an dem Kopfhörer. Es muss aber nicht unbedingt der USB-Anschluss sein, es ist irgendwo an den Kabeln oder hier glaube ich, auf jeden Fall glaube ich, ich weiß es nicht, man hört dieses Rauschen immer wieder. Und das andere ist, ob da ein Formel-1-Auto kommen würde, obwohl am PC kein Video, nichts angeschlossen ist. Oder genauso auf dem PlayStation, man hört auf der rechten Seite, wie ein Formel-1-Auto, ob da irgendwas kommen würde, ununterbrochen und verschwindet. Aber ununterbrochen, das regt natürlich einen auch auf. So, und das nächste Problem ist dann, habe ich mir da, ich schaue mal doch einmal ein Dolby-Video an und kann ich mal diesen Dolby 7,1 wenigstens einmal ein- ausschalten. Erstens einmal hat gar keine Wirkung, ein- aus und Treiber und so alles mal angeschaut auf dem PC, alles ist in Ordnung, hat überhaupt keine Wirkung. Und das zweite, sobald das eingeschaltet wird, 7,1, das leuchtet ja dann. Und da kommt ein richtig großes Rauschen von allen beiden und dann kommen Töne, die es überhaupt nicht gibt. Also ich kann das wirklich mit diesem, was ich hier habe, vielleicht sind die anderen ja in Ordnung, aber ich kann das wirklich nicht empfehlen. Das ist schon mein zweiter Linecast hier. Ein anderes Modell ist das hier und ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich sehr enttäuscht. Ich kann das nicht weiterempfehlen. Der kriegt von mir eigentlich, Verarbeitung ist wirklich so gut. Ich kann da jetzt keine 5 und ich kann ja keine 4 Sterne geben, ich kann keine 3 Sterne geben. Wieso soll ich für die Verarbeitung jetzt, obwohl das wirklich eine gute Verarbeitung geben, aber der Kopfhörer taugt überhaupt nicht. Ich kann damit weder Musik hören, weder Gaming machen, gar nichts kann ich damit anfangen. Bei mir wird er auf jeden Fall Müll landen jetzt, weil was soll ich sonst damit machen? Und leider gibt es von mir einen Stern dafür. Bevor ich jetzt noch vergesse, was ich vergessen habe zu sagen, für einen Kopfhörer, der um die 40 Euro kostet, erwarte ich auch, dass die Bässe gut sind, dass der einen bombastischen Bass hat für diesen Geld, weil ich habe sehr viele Kopfhörer in letzter Zeit getestet. Letzte Zeit, da ist innerhalb von 2 Wochen 7 Kopfhörer. Und bei sogar, wenn ein 10,99 € Kopfhörer dreimal so viel Bass hat wie diese hier, einen bombastischen Bass oder ein anderer Kopfhörer, der 27 Euro kostet, exzellenten Bass hat, Mitteltöne, Hochtöne und die Verarbeitung auch gut ist, okay, dann erwarte ich aber für 40 Euro genauso viel wenigstens, aber da sind die Bässe viel, viel weniger, keine richtigen Explosionen bei Spielen und bei Ego-Shootern, das finde ich zum Beispiel auch schwach.